Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Olaf Scholz nimmt die Sorgen der Wirtschaft nicht ernst und weist Kritik harsch zurück. Seine Haltung nimmt Züge von Realitätsflucht an. Der Kanzler wird so zum Risiko für den Standort. Und das habe nicht ich geschrieben, oweiowei, sondern das Handelsblatt am 12.04.2024. Und ich möchte das gerne ergänzen mit einem oweiowei. Es ist nicht nur der Kanzler das Standortrisiko, sondern es ist genau diese ganze Ampelregierung in Deutschland. Wir reden Deutschland nicht schlecht, sondern was an Deutschland schlecht ist, ist diese Regierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. In den Gesprächen übrigens mit Wirtschaftsvertretern in der vergangenen Woche, die aus Verbundenheit zu Deutschland zu ihren Unternehmen und ihren Mitarbeitern ernsthafte und begründete Sorgen vorgetragen haben, kommt lediglich die Antwort des Bundeskanzlers, er habe als Hamburger Bürgermeister schon gelernt, dass die Klage das Lied des Kaufmanns sei. Es ist der Höhepunkt an Ignoranz, es ist der Höhepunkt an Despektierlichkeit und ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die jeden Tag hart arbeiten. Sie lassen sie mit ihren Sorgen, mit ihren begründeten Sorgen im Regen stehen. Und es ist inzwischen mühselig, auch mit Ihnen zu diskutieren, wie es um die deutsche Wirtschaft steht. Wir haben mit 0,2% das schwächste Wirtschaftswachstum aller führenden westlichen Industriestaaten. Es ist inzwischen auch mühselig, mit Ihnen darüber zu diskutieren, warum es so über die Wirtschaft steht. Es ist eine ideologiegetriebene Wirtschafts-, Energie- und Steuerpolitik. Und Sie machen mit dieser Politik die Menschen in unserem Land jeden Tag ein Stück ärmer, und sie vernichten jeden Tag Wohlstand in unserem Land. Sie treiben die Energiepreise künstlich und bewusst in die Höhe, zulasten der Bürgerinnen und Bürger und zulasten der Unternehmer in Deutschland. Und ich will nur zwei Sätze aus dem Artikel von Cicero gestern zitieren, rund um die Frage des Weiterbetriebes der Kernkraftwerke in Deutschland. Diese Grünen, das machen die AKW-Akten aus Habecks Ministerium deutlich, haben über Jahrzehnte hinweg ein dichtes, filzartiges Netzwerk gebildet, das die deutsche Energiepolitik beherrscht. Und nun, während das Scheitern dieser Politik offensichtlich wird und die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes bedroht, sitzen Sie an den Schalthebeln der Macht. Vernichtender, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es gar nicht als in diesem Artikel von Cicero. Und dann haben wir noch eine FDP, die inzwischen lieber schlecht regiert als nicht regiert, mit ihren steuerlichen Forderungen. Jeden Tag kommen Ankündigungen zur Beschleunigung der Wirtschaftswende, und es wird nichts, 0,0 von Ihnen umgesetzt. Es bleibt rein bei Ankündigungen. Heute geben wir übrigens Ihnen die Chance, die Ankündigungen auch in Taten umzusetzen. Die FDP hat ja in ihrem Präsidium am 22. April ein 12-Punkte-Forderungspapier erstellt und fleißig bei uns und unseren Anträgen der CDU/CSU abgeschrieben. Aber das dürfen Sie auch, denn unsere Vorschläge sind gut. Sie sind einfach, pragmatisch, wissenschaftlich begleitet und schaffen Wachstum in unserem Land. Deshalb freut es mich auch, wenn Sie diese Vorschläge von uns in Ihren Papieren mit aufnehmen und mit uns gemeinsam für diese Punkte kämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir können diese Maßnahmen bezahlen. Wir können diese Maßnahmen bezahlen, denn nur wenn wir den Durchschnitt des Wirtschaftswachstums der anderen europäischen Länder erreichen, haben wir die finanziellen Mittel, dieses zu schaffen. Wenn wir wirklich Wachstum und Wohlstand in unserem Land erhalten wollen, ist das Grundprinzip ganz einfach. Leistung muss sich wieder lohnen. Und das schaffen wir gemeinsam. Das schaffen wir gemeinsam. Sie können es ja heute machen. Grundfreibetrag rückwirkend zum 01.01.2024 erhöhen. Ausgleich der kalten Progression beschließen für 2025 und 2026. Wir brauchen eine dringende Reform des Bürgergelds mit einem deutlichen Lohnabstandsgebot. Arbeit muss sich wieder lohnen. Und ich bin begeistert, dass Sie unsere Idee der steuerfreien Überstunden teilen in Ihrem Papier mit aufgenommen haben. Damit geben wir den Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die denjenigen ersetzen, der krank ist, mehr Stunden arbeiten, Überstunden leisten. Damit geben wir den Menschen Respekt und die notwendige Anerkennung, die sie verdienen. Und für unsere Unternehmen haben wir das gemeinsame Ziel, Senkung der Steuern, Erleichterungen auch bei
und der Aussetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Und natürlich haben wir sogar textgleich, damit Sie es leichter haben bei der Abstimmung, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags noch einmal gefordert. Jetzt haben Sie Gelegenheit, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, zu zeigen, dass Sie es ernst meinen. Wenn Sie kommen Sie bitte zum Schluss. Ich bekomme zum Schluss, wenn Sie heute dagegen stimmen, dann machen Sie sich lächerlich auf Ihrem Parteitag jetzt am Wochenende und dann sind Sie unwählbar für Deutschland. Also stimmen Sie zu. Ich freue mich und bin gespannt auf Ihr Abstimmungsergebnis. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Sebastian Roloff für die SPD-Fraktion.